Ja, Fabian, Maschinenantriebstechnik. Wenn ich da an meine Ausbildung zurückdenke, da haben wir dann einen Antriebstechniklehrer gehabt, der hat dann Probanden Motor aufgebaut, hat da eine Tachowelle dran gebaut, wo er dann die Drehzahl aufnehmen konnte. 1000 Umdrehungen entsprachen dann etwa 1 Volt und abgebremst wurde das Ganze mit einem dicken Holzbalken. Es roch auch immer nach angeschmortem Holz. Es war immer sehr interessant. Die Stunde ging auch recht schnell rum. Aber die Technik hat sich ja ein bisschen geändert. Ja. Genau. Ja, liebe Webinar-Teilnehmer, ich darf Sie recht herzlich hier bei uns begrüßen, die Lukas Niller. Wir wollen uns heute unseren neuen Servomaschinenprüfstand anschauen in der dritten Generation. Dazu werden wir gleich ein kurzes Video sehen. Ich denke mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten maximal, nicht länger. Mein Name Rudolf Fuchs. Ich begleite das ganze Seminar oder dieses Webinar von der vertriebstechnischen Seite. Alle vertriebstechnischen Fragen darf ich Ihnen ganz gerne beantworten. Ansonsten, der Fabian Schwarz ist unser Produktmanager aus dem Bereich Antriebstechnik, war auch mit bei der Entwicklung des neuen Maschinenprüfsystems maßgeblich beteiligt, Fabian, ne? Ja. Und wir durften das letztes Jahr auf Didacta vorstellen, das neue System, und haben dann oder waren dann verkaufsbereit ja, im vierten Quartal, wo wir das Maschinenprüfsystem in der 300 Watt Variante anbieten konnten. Und auch seitdem verkaufen. Ja, es gibt noch ein paar Regeln oder ein paar Sachen, wo ich anmerken möchte. Wir haben oder Sie haben die Möglichkeit, nach dem Video, da fordere ich Sie auch gerne auf, Fragen zu stellen zum System, das, was wir im Video sehen. Wir werden versuchen, dann alle Fragen zu beantworten. Bitte fühlen Sie sich eingeladen, alle Fragen, die Sie haben, nach dem Video einfach in diesen Frager reinzustellen. Nach und nach werden wir dann versuchen, die Fragen zu beantworten. Fabian, möchtest du noch was sagen oder denkst du, Nö. wir sollten mit dem Video Wir sollten mit dem anfangen? Video Okay, anfangen und super, dann auf dann die viel Fragen Spaß eingehen. beim Video. Antriebstechnik ist eines der spannendsten Themen im Bereich der Ausbildung, aber auch eines der schwierigsten Themen im Bereich der Ausbildung. Wir stehen hier vor dem Servomaschinenprüfsystem der Firma Lukas Nülle und ich stelle Ihnen jetzt mal die einzelnen Funktionen des Systems vor. Wir haben einmal das Maschinenprüfsystem selber mit dem Steuergerät, das ist diese Einheit hier, die ist verbunden über Systemstecker mit dem eigentlichen Servobremssystem, mit dem Servomotor. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier unseren Prüfling, Asynchronmotor in dem Fall, den wir angeschlossen haben über einen Stern-Dreieck-Schalter, den wir hier haben, wo wir den Motor mit versorgen. Im Moment sind beide Komponenten noch nicht zusammengebracht. Ersten Schritt verbinde ich jetzt Motor und Prüfsystem zusammen. So, jetzt haben wir die beiden Systeme zusammengebracht. Dann nehme ich die Abdeckung und stecke die als Schutz vor Hineingreifen in die Welle drauf. Hier sehen wir jetzt, dass in dem Fall eine grüne LED leuchtet. Das bedeutet, dass das ganze System sicher zu betreiben ist. Unser System ist sicher, bedeutet, wir haben einmal die Wellenabdeckung, die bündig abschließt. Alle unsere Motoren sind ausgestattet mit entsprechenden Temperaturkontakten. Heißt, bei Überhitzung des Motors wird abgeschaltet. Zusätzlich, wenn irgendein Fehler ist, schaltet auch die Stromversorgung für das komplette System ab. Um mit so einem System arbeiten zu können, haben wir parallel zu jeder Ausstattung auch einen entsprechenden Kurs entwickelt. In dem Fall hier befinde ich mich beim Kurs Asynchronmaschinen und hier bekommt der Lernende Schritt für Schritt gezeigt, wie er mit dem System umgehen soll. Ich würde jetzt im ersten Schritt mal in den Kurs hineinspringen. Hier sind wir auf der Startseite eines Kurses zu Asynchronmaschinen. Auf der nächsten Seite sehen wir dann die Trainingsinhalte, darauf das Material, was verwendet werden muss. Und auch zu den einzelnen Materialien nochmal detaillierte Hinweise. Damit es nicht zu langweilig wird, gehe ich mal direkt in einen Kurs hinein oder in eine Experimentierseite. So eine Experimentierseite ist immer so aufgebaut, dass hier oben nochmal die Trainingsinhalte dargestellt werden. In dem Fall würden wir gerne den Motor zum Drehen bringen und den Stern-Dreieck-Schalter ausprobieren. Hier haben wir dann im ersten Schritt den Schaltplan, Schritt für Schritt
wo wir alles sehen. Und dann im nächsten Schritt auch nochmal in einer Darstellung den Aufbau des Materials. Heißt, über diese Buttons kann ich dann Schritt für Schritt die Leitungen mir anschauen, wie sie verdrahtet werden müssen. Danach erfolgt dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich das Experiment behandeln muss. Das heißt, ich muss zuerst mein System einschalten, die Software starten und so weiter. Das demonstriere ich einfach mal. Das heißt, im ersten Schritt starte ich die Software. Diese nennt sich Active Servo. Wir auch dann die englische Sprache nochmal dazu. Und es passiert Folgendes. Der PC verbindet sich über die USB-Schnittstelle mit dem Steuergerät. Das heißt, über dem PC habe ich jetzt die komplette Kontrolle über das Steuergerät. Wie in der Anleitung beschrieben, schalten wir zuerst das Netzteil und dann den Stern-Dreieck-Schalter auf den Betrieb Sternschaltung. Und der Motor beginnt zu drehen. Jetzt wollen wir für die Sternschaltung die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie aufnehmen. Dazu betätigen wir zuerst den Enable-Button. Damit schalten wir das System frei. Hier muss man wird bestätigt, um das System zu starten. Nur mit dieser Bestätigung erfolgt eine Drehmomentbeaufschlagung auf den Prüfling. Dann über Output Ramp starte ich die Drehzahl-Drehmomentaufnahme. Hier sehen wir jetzt Schritt für Schritt wird der Motor aus dem Leerlauf bis zum Stillstand gebremst. Was wir hier auf dem Bildschirm sehen, ist nun die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie meines Motors in Sternschaltung. Der nächste Schritt ist, dass wir die gleiche Kennlinie für den Betrieb Dreieckschaltung aufnehmen. Schalte um, schalte wieder das System zu und mach dieselben Schritte nochmal. Wieder wird der Motor vom Leerlauf bis in den Stillstand gebremst. Jetzt haben wir für beide Stern und Dreieck die Drehzahl-Drehmomentkurven aufgenommen. Ich schalte erstmal den Motor aus. Hier sehen wir jetzt die beiden Drehzahl-Drehmomentkurven für Stern und Dreieck. Wenn ich jetzt weiterführende Informationen zu meinem Motor haben möchte, kann ich über einen Doppelklick zum Beispiel mir noch den Strom hinzunehmen. Das heißt, alle Werte werden im Hintergrund gemessen und können nachher wieder aufgerufen werden. Diese Daten lassen sich zum einen exportieren, zum Beispiel in Excel, MATLAB, wohin man möchte, oder aber auch in den Kurs übertragen. Über Copy gehe ich dann in den Kurs zurück. Und hier haben wir speziell einen Platzhalter vorgesehen. Und über das Einfügesymbol lässt sich dann diese Darstellung in den Kurs selber übertragen. Später können die Lernenden diesen Kurs dann zum Beispiel als PDF ausdrucken und dann als Dokumentation mit nach Hause nehmen. Jetzt haben wir im ersten Schritt die Kennlinie von dem Motor aufgenommen, aber der Motor ist nicht Selbstzweck, sondern wir möchten hier eine Arbeitsmaschine antreiben. Das heißt, in der Industrie läuft dieser Motor zum Beispiel an einem Lüfterantrieb, also einem großen Ventilator. Auch das lässt sich hier sehr schön zeigen. Ich gehe zurück in die Software und wechsle meinen Arbeitsbereich in meine Lastsimulation. Hier lassen sich jetzt verschiedenste Lasten auswählen. Zum Beispiel eine Pumpe, ein Kalander, ein Hebezeug, ein Kompressor, eine Wickelmaschine, eine Schwungmasse oder eine zeitabhängige Last. All diese Lasten sind so moduliert, wie sie halt in Realität auch stattfinden. Bedeutet, für den Motor ist es jetzt egal, ob es die Last vom Bremssystem oder ob es ein realer Lüfter ist. Der Motor sieht genau dasselbe. In dem Fall probieren wir einfach mal, wie verhält sich jetzt der Motor an einem Lüfter. Über den Lüfter kann ich die Lüftergröße über diesen Button hier einstellen und kann mir anschauen, wie verhält sich der Motor jetzt in Stern- oder Dreieckschaltung. Ich aktiviere sozusagen den Lüfter
Was jetzt passiert ist, die schwarze Einheit hier stellt jetzt meinen Lüfter dar und er verhält sich auch wie der Lüfter. Über den Schalter kann ich jetzt einschalten und wir sehen, der Arbeitspunkt bildet sich genau im Kreuzungspunkt zwischen den beiden Kurven auf. Wenn ich jetzt hineingehe in den Dreieckbetrieb, bin ich dann auf meiner Dreieckkurve wieder dieselbe Darstellung. Genau im Kreuzungspunkt liegt mein Arbeitspunkt. Das, was Sie als Lehrer früher frontal an der Tafel gemalt haben, kann ich hier wunderbar am Experiment zeigen. Jetzt ist die Frage, warum mache ich eigentlich diesen Sterndreieckanlauf? Wir sehen hier, wir haben zwei verschiedene Drehmomentkurven und wenn wir uns das Typenschild vom Motor anschauen, haben wir hier einen Motor, der 370 Watt hat und dementsprechend etwa ein Drehmoment von 2,5 Newtonmeter. Was würde jetzt passieren, wenn ich so einen Motor an einer Arbeitsmaschine wie einer Werkzeugmaschine laufen lasse? Das heißt, ich stelle jetzt mal eine Werkzeugmaschine ein. Diese arbeitet wie zum Beispiel ein Hebezeug. Ich stelle hier mal ein Drehmoment von als Beispiel 2,5 Newtonmeter ein. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich schalte einmal ein, sage okay. Und versuche den Motor mal im Stern zu starten. Ich habe ihn Stern geschaltet, der Motor bleibt stehen. Das heißt, er kann im Stern nicht anlaufen. Erst, wenn ich ins Dreieck schalte, läuft der Motor auch wieder an. Bedeutet, in dem Fall kann ich über den Sternbetrieb diesen Motor nicht starten. Hintergrund für Stern-Dreieckschalter ist eigentlich, dass ich den Einschaltstrom reduzieren möchte. Um das uns ein bisschen genauer anzuschauen, werden wir im nächsten Schritt nochmal die Perspektive wechseln und hier in die dynamische Lastsimulation hineingehen. Hier haben wir jetzt eine Art Oszilloskop, wo ich in der X-Achse nicht die Drehzahl, sondern die Zeit habe. Das heißt, ich kann mir Anlaufvorgänge sehr schön anschauen. Ich stelle das zum Beispiel mal auf 20 Sekunden und damit wir was zu sehen haben, möchte ich mir mal eine Schwungmasse nehmen, wo wir wirklich einen Schweranlauf simulieren. In der Schwungmasse kann ich wiederum die Größe der Schwungmasse definieren. In dem Fall sage ich mal 1000 Kilogramm Zentimeter Quadrat für die Schwungmasse. Hier kann ich zum Beispiel noch einen Trigger setzen für, ich sag mal, Drehzahl. Pack den Anfasser ein bisschen darüber und hier noch ein bisschen. Dass wir auch sehen, was vor dem Schalten passiert. Und machen uns, hier sehen wir im Moment Drehmoment und Drehzahl. Und was interessant ist, ist natürlich auch noch zusätzlich der Strom. Wenn ich die Last jetzt aktiviere, ich stecke das einmal auf Enable, aktiviere die Last wieder und starte die Messung über dieses Rekordfeld, beginnt die Messung. Hier sehen wir schon, wie die Messwerte laufen. Starten den Motor im Stern und dann ins Dreieck. Und wir sehen hier, wie der Motor hochläuft. Bedeutet, im Stern haben wir knapp 1,5 Ampere Anlaufstrom. Und wenn wir umgeschaltet haben in den Bereich Dreieck, liegen wir bei knapp 3 Ampere Anlaufstrom. Die Idee muss jetzt sein, diesen Anlaufstrom weiter zu reduzieren. Anlaufstrom bedeutet, wenn der zu groß ist, fallen einem vorgelagerte Sicherungselemente raus. Das heißt, ich kann keinen stabilen Betrieb meines Systems gewährleisten. Ich stoppe noch einmal kurz die Messung hier, dass der Motor nochmal stillsteht. Und jetzt müsste der Schüler sozusagen den Punkt finden, an dem er am besten umschaltet. Ich starte nochmal,
mach genau dieselbe Messung und warte jetzt entsprechend, bis wir umschalten können. Durch die Triggerung läuft mir das Signal jetzt genau dahin, wo ich es haben möchte. Und hier sehen wir, dass ich durch geschicktes Schalten dann entsprechend den Anlaufstrom reduziert habe. Das heißt, eben waren wir bei etwa 3 Ampere und jetzt sind wir auch bei 1,5 Ampere. Das heißt, durch das Umschalten können wir bestimmen, wie groß der Anlaufstrom ist. Und so kann ich wirklich sehr plastisch am Beispiel zeigen, wie das in der Realität auch ist. Das heißt, wir bringen industrienahe Vorgänge mit ins Labor und können die anhand der Software, der Visualisierung extrem deutlich zeigen. Und damit kann ich das Wissen erlangen, was ich brauche. Wenn ich draußen im Feld bin, habe ich immer das Problem, ich sehe nichts, ich kann nichts anfassen. Hier bekommen wir alle Daten entsprechend aufbereitet und können uns die kompletten Mechanismen erklären. Und das Wissen, was ich dann erlange, kann ich als Transferwissen wieder mitnehmen und dort in meinem realen Berufsalltag anwenden. So, ich habe jetzt in den groben Zügen erklärt, wie das System funktioniert. In dem Fall im Beispiel eines normalen Asynchronmotors, wirklich absolute Grundlagen. Wenn Sie weiter arbeiten möchten, das System lässt sich mit jedem Motortyp koppeln. Wir können weitergehen Richtung Antriebe, Frequenzumrichter. All das ist mit diesem System kompatibel. Weitere Informationen finden Sie bei uns auf der Internetseite oder sprechen Sie auch gerne unsere Vertreter vor Ort an. Ja, oder wir starten hier in unserer Expertenrunde und versuchen direkt hier Ihre Fragen zu beantworten, die Sie im Frager gerne stellen dürfen. Fabian, die Historie von unserem Servomaschinenprüfsystem jetzt heute in der dritten Generation, wenn ich da zurückdenke, sehe ich noch unsere Magnetpulverbremse. Der ein oder andere Kunde kommt heute noch an. Das System ist seit über 20 Jahren schon abgekündigt und fragt dann, ob das noch eine Möglichkeit gibt, weil da irgendein Operationsverstärker oder sowas abgeraucht wird, ob wir das noch reparieren könnten. Ja, tun wir auch noch. Wir versuchen, alles möglich zu machen. Dann kam irgendwann mal unser erster Servomaschinenprüfstand, circa vor 20 Jahren, da schon Software unterstützt, wo wir endlich die Kurven, die mit der Software aufnehmen konnten. Ja, unsere Drehkennlinie, Drehmomentkennlinie zum Beispiel. Jetzt heute in der dritten Generation, was ist da neu? Weil ich habe jetzt im Video einige Sachen gesehen, jetzt zum Beispiel EDD habe ich da was gesehen als Begriff. Was hat sich verändert grundlegend an diesem Maschinenprüfstand? Die Anfänge von unserem Maschinenprüfsystem, da bin ich etwas zu jung für, die habe ich nicht mitgekriegt. Aber so zweite und dritte Generation, die habe ich kennengelernt. Was jetzt bei dem neuen System dazu gekommen ist, ist das elektronische Typenschild. Das heißt, das Prüfsystem erkennt, welchen Motor ich dran anschließe. Es werden Presettings, also Voreinstellungen gemacht, um den Schülern unter die Arme zu greifen, dass direkt in ActivServo zum Beispiel die Diagramme angepasst werden, dass wenn ich was aufnehme und aufzeichne, das direkt auch sichtbar ist und nicht irgendwo außerhalb von dem Bild aufgenommen wird. Okay, ich kenne das noch von der ersten Generation oder zweite Generation war es ja auch noch so gewesen, dass ich das Typenschild vom Motor, vom Probanden quasi in die Software eintippen musste, damit dann nachher das Koordinatensystem und alles auch so stimmt, wie es dann da abgebildet wurde. Das passiert jetzt automatisch dann. Genau, okay. Das heißt, es wird über eine Serie-Schnittstelle von den Probanden, die Daten werden wie aus Geisterhand in die Software eingepflegt, übertragen. Also schon mal eine Erleichterung. Ne? Das heißt, ich muss mir im Menü gar nicht mehr das umständlich vielleicht heraussuchen, wo ich die Daten jetzt eintragen muss. Okay, aber wenn ich das jetzt höre und ein Kunde hat zum Beispiel noch aus dem Bestand ältere Maschinen von uns, die diese EDD-Kennzeichnung noch nicht haben, also dieser Mikrochip eventuell noch nicht verbaut ist, kann er dann trotzdem seine alte Maschine da dran andocken? Genau, er kann sein altes Equipment kann er weiterverwenden. Er hat dann die Vorzüge von dem EDD dann leider nicht. Das heißt, er muss dann die Einstellungen dann wie gewohnt von Hand vornehmen und kann dann mit dem alten Bestand
mit dem neuen Prüfsystem zusammenarbeiten. Okay, das heißt, wir sind da mindestens 20 Jahre rückkompatibel zu unserem alten System. Okay, also da haben wir großen Wert aufgelegt, dass sowohl das neue als auch das alte System kompatibel sind. Das heißt, auch das neue Active Servo können Sie mit dem alten Prüfsystem verwenden, haben das schicke neue Layout, vielleicht ein paar mehr Funktionen, die hinzugekommen sind. Das heißt, ja, es ist 100% mit dem alten Seriensystem kompatibel. Ja, das ist doch schon mal schön. So, da kommen auch die ersten Fragen von unseren Teilnehmern hier mit rein. Fabian, welche Spannungsversorgung braucht der Motormessstand? Also wir haben eine Spannungsversorgung für elektrische Maschinen, wo wir dann die Prüflinge mit versorgen. Das Prüfsystem an sich hat eine eigene Stromversorgung und wird darüber betrieben. Ich denke, darauf sollte es hinaus. Also für die Motoren gibt es eine eigene Spannungsversorgung. Das heißt, ich kann nur Asynchromaschinen damit oder kann ich damit auch zum Beispiel Gleichstrommaschinen mit testen und prüfen? Genau, wenn man dann Gleichstrommaschinen hat, gibt es noch Netzteile, die man entsprechend an der Ausstattung benötigt, die dann dazukommen. Früher hatten wir eine Spannungsversorgung, wo das mit integriert war. Die ist leider nicht so spannungsstabil wie ein industrielles DC-Netzteil. Deswegen haben wir, sind wir davon weggegangen, ein eigenes Gerät zu liefern, weil es auch in den meisten Anwendungen ist eine Drehstromversorgung auch ausreichend. Okay. Ja, wenn wir dann da von Drehstrom und sowas sprechen, Leistungsklassen fällt mir dann gleich als nächstes ein. Wir haben letztes Jahr, Ende letzten Jahres, das System in der 300 Watt Leistungsklasse veröffentlicht oder ja, waren dann da quasi verkaufsfähig. Gibt es da noch andere, wie nur 300 Watt Leistungsklassen? Genau, wir haben 300 Watt und 1 kW. Alle 300 Watt Systeme haben wir soweit umgestellt, sowohl bei den elektrischen Maschinen als auch in der Energietechnik. Ist alles schon mit dem 300-Watt-System und das 1-KW-System wird vermutlich gegen Ende des Jahres verfügbar sein. Okay. Wie sieht es denn mit Netzwirkungen aus? Gefährliche Netzwirkungen, sowas vorhanden bei dem System? Also Netzrückwirkung? Ja, weil wenn wir in den generatorischen Betrieb gehen oder sowas, ich sag mal, wenn ich eine Schwungmasse habe. Genau, also das Maschinenprüfsystem bezieht nur Leistung aus dem Netz und treibt damit den Servo an. Wenn wir im Generatorbetrieb sind, in einem Motorbetrieb so, und bremsen dann, dann wird die Energie nicht zurückgespeist, sondern in einem Widerstand in Wärme umgesetzt. Da hat das neue System auch den Vorteil, dass wir deutlich leisere Lüfter haben, um die Wärme wegzutransportieren. Jeder, der unser altes System verwendet, hat 2, 3 in einem Raum gleichzeitig im Betrieb. Das kann schon lauter werden. Mhm. Das ist mit dem neuen auch besser geworden. Schallpegel deutlich gesunken an der Stelle. Ne? Genau, die Wärme müssen wir wegkriegen, das heißt, um Lüfter kommen wir nicht drum herum. Ja. Ein bisschen Krach müssen wir machen, aber ist schon angenehmer geworden. Okay, ja, welche großen Vorteile oder Neuerungen gibt es denn noch bei diesem System? Also mir fällt da gerade eins ein, wenn wir dieses Video gerade gesehen haben, hat mir eine Sache gefehlt. Ich weiß es aber, dass es möglich ist mit dem neuen System. Ich glaube, da ist eine SPS mit drin, wo ich jetzt eigene Lastmaschinen programmieren kann. Kannst du dazu nochmal vielleicht 1, 2 Sätze nennen und sagen? Also wir haben eine SPS, die direkt in der Servomaschine oder in dem Prüfstand im Steuergerät läuft, wo man eigene Lasten mit programmieren kann. Das heißt, man ist nicht gebunden an die Lasten, die in Active Servo schon vordefiniert sind, sondern kann dort mit einem Structure-Text und einer eigenen Programmiersprache was programmieren. Das kann man wiederum auch in Energietechnik verwenden, um aufwendige Regelungen, Generatorregelungen zu realisieren. Das heißt, wenn wir an Microgrid denken, wo wir Frequenzregelung machen, kann man mit der SPS viel einfacher und direkt in der Hardware, was dann auch in Echtzeit läuft, realisieren, solche Projekte. Okay. So, dann haben wir hier noch eine Frage. Welcher IE-Klasse entspricht dieser Motor? Gibt es unterschiedliche Motoren oder auswechselbare Läufer, um die IE-Klassen darstellen zu können? Wir haben eine Maschine, wo man verschiedene dem auseinandernehmen kann und zu verschiedenen Typen zusammenbauen kann. Wir haben auch im Bereich energieeffiziente Antriebe unterschiedliche Motoren, die den Energieklassen energiesparend sind oder da gibt es auch einen fertigen Labsoft-Kurs von uns, ne, wo wir dann einfach gegenüberstellen,
ab wann ist es denn rentabel oder wann amortisiert sich überhaupt? Denn wenn ich eine alte Maschine austausche gegen eine energieeffiziente Maschine und der ganze Kurs ist als Projekt quasi dargestellt, wo dann durchleuchtet wird, ab wann amortisiert sich das denn? Ne? Wo sind die höchsten Einsparungen und sowas? Durch den FU oder durch die Mechanik oder? Ne? Da gibt es einen eigenständigen Kurs. Da gibt es einen Kurs, der auch Dann die weitere Frage, gibt es auch einen Kurs zu Energiesparmotoren, zum Beispiel IE4? Ja, okay, habe ich gerade eben beantwortet, denke ich. Ich veröffentliche gerade die Frage. Dann haben wir hier eine Frage, kann man auch Generatorbetrieb durchführen? Genau, also wir setzen das Maschinenprüfsystem in Energietechnik, vor allen Dingen als Antrieb ein, um ein Kraftwerk nachzubilden, ein Pumpspeicherkraftwerk, da hätten wir sogar beides, ein Pumpbetrieb, wo es als Motor eingesetzt wird, oder im Generatorbetrieb, wo es dann einen Generator antreibt. Also beide Möglichkeiten bestehen. Wir hatten gestern zum Beispiel das Webinar Hybrid-Microgrid. Ne? Da ging es auch darum, da hatten wir quasi ein Windkraftrad nachgebildet und das war als Last- oder als Windsimulator unserer Servo, den wir dann dementsprechend angesteuert haben über diese SPS, die wir dann da entsprechend programmieren können oder programmiert haben. Ne? So. Genau, der Vorteil ist, dass ich wirklich mit dem System ganz viele Charakteristiken nachbilden kann. Bei einer Windkraftanlage nicht nur den Wind, sondern auch die Mechanik. Das heißt, die Blattverstellung, die Verluste, die ich in einem Windflügel habe, das Getriebe bis wirklich zum Generator, der dann neben dem Servosystem auf dem Tisch auch real vorhanden ist. Okay, die nächste Frage, kann ich auch andere Motoren an die Lastmaschine koppeln? Die hat man ja eben eigentlich auch schon beantwortet, die Frage. Ja, wir haben ganz viele verschiedene Motoren oder Motortypen, die wir verwenden können und dran anschließen können. Können neue EDD-Motoren sein oder etwas ältere Motoren. Das spielt da an der Stelle keine Rolle. Aber ich denke, das ist auch ganz wichtig und da geht die Frage auch in diese Richtung, ob das immer eine Lucas-Nülle-Maschine sein muss. Nein, muss es nicht. Sie können auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel aus der Industrie einen Probanden haben, eine Leistungsklasse bis 300 Watt oder 1 Kilowatt, je nachdem, welches System Sie dann da bezogen haben. Wir von Vertriebsseite können wir Ihnen anbieten, eine Platte mit einem kleinen Bausatz und dann können Sie sich quasi jede bedenkliche Maschine auf diese Platte drauf bauen und dementsprechend auch als Proband dann nutzen. Ja. Genau, wenn es mechanisch irgendwie zusammenpasst, kriegen wir da eine Lösung hin, dass wir die miteinander verbinden können. Kann man in der Software den Arbeitspunkt auch selber einstellen oder erfolgt das immer nur automatisch, Fabian? Also man stellt ja eine Last ein. Das heißt, je nachdem, welche Belastung ich habe, zum Beispiel hatten wir den Lüfter als Beispiel gehabt, mit dieser exponentiellen Belastung und die Motorkennlinie und der Motor findet quasi selber diesen Arbeitspunkt. Also die zwei Kurven, die Motorkennlinie als auch die Belastungskennlinie, die treffen sich irgendwo und ich konnte in Active Servo die Belastung des Lüfters einstellen. Also wie viel muss er arbeiten oder was für einen großen Lüfter habe ich dahinter hängen und der Arbeitspunkt, der stellt sich automatisch ein. Ich kann nur die Belastung ändern. Also die Steilheit der Kennlinie. Quasi da, wo der Schnittpunkt ist, das ist der Arbeitspunkt. Ne? Vom Prozedere her würde ich erstmal die Drehmoment-Kennlinie aufnehmen. Ja? Dann später im Nachgang die Last quasi reinschalten und ich kann das Drehmoment oder die Last größer machen dementsprechend, je nachdem, ob ich einen Kalander habe oder eine Schwungmasse habe oder einen Ventilator an der Stelle habe. Ja, dementsprechend verhält sich diese Last und da, wo der Schnittpunkt zwischen diesen zwei Kennlinien ist, das ist mein Arbeitspunkt. Ne? Gab es in den letzten 6 Jahren ein Software-Update oder eine neue Version für Active Servo? Ja, also Active Servo gab es öfters Updates. Jetzt kam ein großes mit einem neuen Layout. Passend zum Prüfsystem haben wir es einmal komplett überarbeitet, wie wir im Video gesehen haben. Das kriegt man kostenlos auch auf unserer Webseite oder wenn Sie sich an uns wenden, an Ihren zugehenden Mitarbeiter von uns, kriegen Sie das auch von deren Seite. Also Webseite ist eine Möglichkeit oder uns kontaktieren, dann gibt es die aktuelle Version. Da fällt mir gerade ein, wenn ich so ein Servo-Prüfstand, Maschinenprüfstand der zweiten Generation habe und möchte aber jetzt diese Software, die neueste Version runterladen, das Update installieren, funktioniert das doch dann noch oder habe ich da Probleme? Nein, also die neue Software ist auch mit den alten
Okay. Prüfsystem. Also darum war uns auch wieder ganz wichtig, dass wir diese Durchgängigkeit haben, dass die Kompatibilität nach hinten raus oder zur Historie wieder passt. Okay. So, dann haben wir noch eine Frage. Welche Art von Temperatursensoren wurde im System verbaut? Das Servomaschinenprüfsystem, also der Servo selber, der schwarze Antriebsmotor, hat ein PT1000 und überwacht sich selber. Die Prüflinge haben ein Thermoelement, das heißt, wenn die zu heiß werden, wird ein Schalter geöffnet und das Maschinenprüfsystem schaltet dann ab oder reagiert darauf. Deswegen ist es auch zwingend erforderlich, dass der Motor oder der Temperaturkontakt des Prüflings mit dem Maschinenprüfsystem verbunden wird. Wenn das nicht der Fall ist, hat man eine Fehlermeldung schön auf dem Display und kann es gar nicht in Betrieb nehmen. Das heißt, diese Verbindung ist zwingend erforderlich. Hängt das mit der Beleuchtung von dieser Schutzabdeckung zusammen? Grün, rot oder? Genau, also wenn etwas nicht stimmt, also entweder ist ein Fehler aufgetreten oder ich habe nicht alles angeschlossen, leuchtet die Abdeckung rot und signalisiert mir, dass ich noch was zu erledigen habe oder was zu überprüfen habe. Okay. Das heißt, wenn ich an die zweite Generation denke, da haben wir ein kleines Display gehabt, dann kam dann kryptisch irgendwie RA6 oder sowas. Wie sieht das jetzt aus? Wir haben ein wesentlich größeres Display. Das ist auch, glaube ich, touchfähig. Ne? Das heißt, ich kann da auch, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gleich auf die Schnelle immer einen Rechner-PC zur Hand habe oder gerade auch gar keinen anschließen möchte, habe ich ja die Möglichkeit, noch um einiges mehr wie mit dem alten oder Generation 2 Prüfstand über dieses Display zu bedienen und einzustellen. Ist das richtig, oder? Genau. Diesmal haben wir keinen kryptischen Code, den man interpretieren muss, was wir da für einen Fehler haben, sondern wir haben Grafiken und Animationen, die uns darauf hinweisen, dass zum Beispiel der Motor zu heiß ist, dann hätte man ein Thermometer oder die Abdeckung nicht drauf ist. Das heißt, man hätte eine Animation, die einem signalisiert, dass man bitte die Abdeckung montiert. Okay, eine Animation dann, ne? Als Animation, genau. Also ohne kryptischen Text. Keep it simple, kein kryptischer Text, wo ich dann eher 6 oder sowas stehen habe und irgendwas raussuchen muss. Okay, sehr gut. Und was auch noch ein Vorteil ist mit dem neuen Display, früher war das so, wenn man Active Servo etwas aufgenommen hat, Kennlinie, wurden bei diesen zwei kleinen Displays nichts angezeigt. Das ist jetzt anders. Das heißt, ich kann sowohl in Active Servo Messwerte sehen, als auch den Display parallel. Okay. Das heißt, die Kennlinie sehe ich auf diesem großen Display mittlerweile auch, wird dann abgebildet, oder? Bei der Kennlinie bin ich mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall die Messwerte, Drehmoment und Drehzahl. Es war geplant, dass man da vielleicht auch einen Graphen zeichnet, aber wie weit das ist, nicht so. Ja, updatefähig auf jeden Fall. Ich weiß, dass da ein relativ starker Mikroprozessor verbaut wurde, der sich momentan noch ein bisschen langweilt, aber softwaremäßig, wir haben noch Luft nach oben. Wir haben Luft nach oben, genau. Ja, hier kommt noch eine Frage. Können die Motoren auch über eine externe Spannungsquelle angesteuert werden? Externe Spannungsquelle, Frequenzumrichter? Ja. Denkbar, ja. Frequenzumrichter, Dreiphasenstrom oder eine Gleichstromquelle, ist alles möglich an der Stelle. Ne? Touchscreen auf dem Gerät ist neu, ja, das haben wir gerade beantwortet. Und dann habe ich hier noch eine Frage. Gibt es für das Webinar eine Fortbildungsbescheinigung? Welche Webinare sind noch geplant? Ja, geplant jede Menge. Zu Corona-Zeiten ist das alles ein bisschen schwierig, Präsenzseminare bei Ihnen vor Ort durchzuführen oder auch hier bei uns. Die Kontaktbeschränkung lässt da nicht ganz viel oder so viel zu. Das heißt, wir werden noch die nächste Zeit sehr, sehr viel Webinare und auch Webseminare durchführen. Ja, da immer mal wieder bei uns auf der lukas-nülle.de Seite oben auf dem Reiter Seminare reinschauen, ob da was Interessantes für Sie dabei ist. Ja, direkt anmelden. Sie sind alle herzlich eingeladen, an unseren Seminaren teilzunehmen. Und wir werden auf jeden Fall noch einige da durchführen an dieser Stelle. Genau. Fortbildungsbescheinigung. Ja, wir müssen mal gucken, muss ich im Anschluss nochmal intern besprechen, ob wir da nicht irgendwie nochmal eine kleine Bescheinigung Ihnen per PDF oder sowas zukommen lassen könnten. Könnte ich mir aber vorstellen, diskutiere ich an der Stelle. Ja. Fabian, fällt dir noch was ein? Haben wir irgendwas vergessen? Fragen kommen hier keine mehr so. Ja, Fragen habe ich keine mehr von den Zuschauern, von den Webinar-Teilnehmern. Wir haben sehr viel jetzt besprochen. Wenn keine Fragen sind, gerne
Wir stehen Ihnen aber auch jederzeit nochmal im Anschluss zur Verfügung, wenn Ihnen nochmal was im Nachhinein einfallen sollte. Ja, stellen Sie einfach per E-Mail die Fragen an info@lukas-punkt.de. Dementsprechend, wenn Sie auch den Wunsch haben, dass ein Außendienst eventuell zu Ihnen vor Ort kommen soll, das können wir trotz Kontaktbeschränkung weiter machen. Zumindest hier in Deutschland. Im Ausland sieht es immer ein bisschen anders da aus, aber wir sind ja gerade hier im deutschsprachigen Raum für das mit dem Webinar unterwegs. Also von daher, wenn Ihnen was auf den auf der Seele brennt, kontaktieren Sie uns per Anruf, per Mail. Wir sind für Sie da und nehmen dann gerne den Kontakt mit Ihnen wieder auf. Gerne auch online. Also wir sind jetzt ja bestens ausgestattet. Genau. Gerne machen wir es auch online, wenn irgendwie Beschränkungen sind, dass wir nicht vor Ort sein können. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag. Hoffe, wir sehen uns demnächst wieder und bleiben Sie gesund. Bis dahin. Bis dann.